Hallihallo und herzlich willkommen. Wir schauen uns heute zusammen Animal Shelter an. Tja, um was es genau geht, kann ich gar nicht sagen, aber ich glaube, man hat so eine Tierherberge und da kümmert man sich um verschiedenste Arten von Tieren. Normal kostet das Game 20 € auf Steam und ist aktuell runtergesetzt um 60%, kostet also 7,80 €. Und ja, wir haben es vom Entwickler zur Verfügung gestellt bekommen und wir schauen da jetzt mal rein. So, was haben wir hier? Mein Tierheim. Hund, Katze, DLC ist Pferd. Okay, also doch nicht alle möglichen Tiere. Wir nehmen mal Hund. Hund sind die besseren Menschen. Und Katzen sind Arschlöcher. Das habt ihr nicht von mir, aber das ist meine Meinung. Spiel ist auch, als ich das erste Mal gestartet habe, beim ersten Mal abgeschissen. Also beim Starten braucht es irgendwie mal kurze Zeit, fette Ressourcen. Beim zweiten Mal ging es dann. Dein erstes Gehalt. Okay, willkommen. Ja. Okay, sieht ja schon mal schick aus. Guck mal hier, Windkraftanlagen, Natur. Sogar eine Autobahn, aber es hakt ein bisschen. Ja, schöne Landstraße, wo sie hier durchheizen, die Verrückten. Okay, auf jeden Fall. Müssen wir uns den Computer nähern. Was haben wir hier? Ganz viel Grams, Lager. Müll. Dog Run, Außengehege. Okay. Ob man das Gelände noch erweitern kann oder ob das so klein bleibt, weiß ich nicht. Wir werden es vielleicht herausfinden. So, der Empfangsbereich. So. Wir sind am Computer. Ein neues Tier aufnehmen, okay. Ja, das ist schon ein Tutorial. So. E-Mails prüfen. Keine E-Mails. Shop. Alles ausverkauft. Mitarbeiter haben wir noch keinen. Weiß ich auch nicht, ob wir die brauchen. Wahrscheinlich müssen wir da erst. Ah, Baumodus. Man kann halt sowas erweitern. Wir haben noch keine Tiere. Na, na, Hund. Na gut, nehmen wir das auf. Name kann man lassen. Galerie haben wir, Statistiken haben wir. Ah ja, das sind die ganzen anderen Shops. Wir sind natürlich schon im Schlusslicht. Okay. Das haben wir, das haben wir. Nimm den Hund aus der Transportbox. Okay. So, jedes Tier soll einen eigenen Käfig haben. Nur ein Tier pro Käfig ist erlaubt. Setzen wir das um, damit es sich ausruht. Okay. Nimm den Hund und setz ihn in den Käfig. Ah, Außengehege, okay. Zwinger. Grillen für Hunde und Katzen. Okay. Medizinisches Diagramm. Vollkommen gesund, ne? Das ist doch schön. Und Tierbedürfnisse. Essen und Trinken. Nahrung und Wasser für sie zu kaufen. Warum? Na, Wasser kaufen kommt aus dem Hahn. Na schön. Streicheln. Ah ja, man kann sogar. Sehr gut. Machen wir zu. Sollte ich erstmal dran gewöhnen.
So. Essen. Günstiges Hundefutter und Wasserkanister. Okay. Kaufen gleich zwei. Sonst brauchen wir noch nichts, aber es gibt viele Sachen. Arzneimittel, Hygiene, Spielzeug. Also müssen wir uns um vieles kümmern. Und Bestellung bestätigen. So. Was ist denn hier? Okay. Warte auf die Drohne mit deiner Bestellung. Oh, modern, per Drohne geliefert. Wahrscheinlich sind wir am Arsch der Welt. Ach, da. Nimm die Nahrung aus der Verpackung. Nimm das Wasser aus dem Paket. Also. Verstaue deine Sachen. Naja, man hat ein paar Sachen im Inventar. Futter. So. Machen wir das mal da auf, mal gucken. Ist auf jeden Fall nichts mehr drin. Kann das auf jeden Fall. Was ist hier Papier? Ach. Erst die Mission beenden. So, gefuttert hat er. Jetzt streicheln. Und den Ball. Wo ist der Ball? Aus der Ball. Ja, okay, alle zur Adoption bereit. Gut. Laut energisch. Hunger. Okay, dann füllen wir hier gerade nochmal auf. Infos. Okay, dann kommst du wieder rein. Verwende den Computer und gehe in die Rubrik Shop, um eine Kamera zu kaufen. Okay. Warte auf die Drohne und den Fotoapparat entnehmen. Ah, jetzt sehen wir es auch mal. Ja, cool. Das jetzt wegschmeißen können oder immer noch nicht? Immer noch nicht. Ach ja. Foto vom Tier machen. Ups. Scanne das fertige Foto. Okay. Habe ich einen Scanner? Ah ja.
hier. So, was soll man jetzt machen? Um eine Anzahl für einen Computer wähle, Tiere im Tierheim, klicke dann, alles klar. Adoptieren ein. Mehr Infos und Anzeige. Ich soll Anzeige erstellen. Ist das hier die Anzeige erstellen? Sehe ich es gerade nicht. Name. Anzeige nicht aufgegeben. Oh ja, jetzt. Okay, ab geht's. Gabriel. Mitarbeiter zur Kontrolle. Die Organisation von Besuchen hilft dabei, detaillierte Informationen über dein Potenzial herauszufinden. Muss wahrscheinlich noch so Interviews führen. Wähle einen geeigneten Besitzer. Die haben auf jeden Fall Interesse an Nana, die anderen an Katzen. Willst du Mitarbeiter wirklich die Kontrolle schicken? Ja. Ich habe zwar keine Mitarbeiter. Aber was soll's? Kleines Haus. Hunde im Haus. Katzen im Haus. Kein Garten. Aber die können ja rausgehen. Hat viel Freizeit. Okay, der Besitzer kommt bald hier an. Aber der Hund muss noch kacken. Platziere das Tier, ja, würde ich ja gerne, aber es. Okay, das war ja erfolgreich. Reputationspunkt. Okay. Gut. Wenn es gut war, dann bin ich ja zufrieden. Dann ging es jetzt hier weiter. Escape. So,
Tja, warte, bis das Auto wegfährt, haben wir gemacht. Wir haben sogar eine E-Mail schon. So, er ist glücklich. Okay. Als gelesen markieren. Tiere zur Vermittlung. Nana, wir hatten noch eine Nana schon. Was ist das? Peanut klingt lustig. Elmo sieht auch lustig aus. So, streichelt. Und jetzt fehlt noch ein Tier. Können wir den Käfig schon mal vorbereiten. Gut, aber läuft jetzt auf jeden Fall besser. Am Anfang hat es ja noch ein bisschen gehakt, wie als würde er noch was nachbuffern. Na. Was haben wir hier? Fundbüro. Aha. Da ist der nächste Hund. Elmo will essen. Ja, natürlich will er das. Schubbedarf. Was muss man machen? Fotos machen. Oder mit dem Ball spielen. Ich glaube, Ball spielen. Kotbeutel notwendig. Okay. Drück auf den Hund, mit dem ich spielen möchte. Aha. Auf jeden Fall brauchen wir einen Kotbeutel. Schon mal bestellen. Hygiene. Fäkalienbeutel. So, jetzt kann ich schon den Müll hier entsorgen, oder? Dann geht doch.
Biohazard. Das ist kein Biohazard. Trash. Machen wir mal Fotos. Und zweimal. Okay. Das Nanabell kann man jetzt irgendwo hinpflanzen. Nein, die ist auch weg und kann es auch wegwerfen. Tada. Großes Haus. Keine Hunde im Haus. Katzen im Haus. Erwachsene ohne Kinder. Hat einen Garten. Bedingungen. Energisch mag kauen. Was kann der? Nimmer satt und lustig. Und die mag einen energischen Hund. Könnte sie ja Elmo kriegen. Ja. So, Nicole wartet auf Peanut. Wer ist Peanut? Das ist Elmo. Wo ist Peanut? Viele Treffer. Mhm. Das ist doch gut. So, was haben wir hier? Angst vor Lärm. Tier ist neugierig. Was haben wir hier? Lustig. Und nimmer satt. Ja, passt. Kleines Haus. Keine Hunde, Katzen, Kinder. Okay. Tja, also man nimmt die Tiere kurz auf, kümmert sich kurz um sie und vermittelt sie wieder. Na dann. Gut, dass man das Gelände nicht mal verlassen kann.
negativen Sachen haben wir nicht. Haben ausgelassen, das ist schon mal gut, aber dafür der Rest ist nicht gut. Aber ist trotzdem okay. Erweitere das Tierheim. Ja, verschwinde, du Riesentext. So, tschüss. Wäre lustig, wenn man so eine Sammelwand anmachen könnte, hier alle Tiere, die man vermittelt hat, aufhängen. So, ein Baumodus. Checken wir jetzt mal die Mail. Baumodus, ah ja. Versuche das Gelände vorzubereiten, indem du die Gebäude neu anordnest. Kaufe eine Waschanlage. Doch, eine Waschanlage. Wie viel Kohle haben wir denn? Steht das irgendwo? Da. 6.100. Mhm. Was kostet sowas? Keine Ahnung. So, wir können einfach drei Erweiterungen, können wir uns eh gönnen. Erweiterungsticket haben wir nämlich drei gehabt. Machen wir mal provisorisch da schon mal. Lager. Mülltonnen. Wir können erstmal bleiben. Waschstation. Können wir uns in die kleine leisten. Aber es ist ja schon mal was. Kann man das Ding auch irgendwie drehen? Objekt drehen, Kuhn, eh. Da passt schon mal nicht hin. Tja, wäre gut, wenn man da noch eine zusätzliche Tür reinbasteln könnte. Oder wir ordnen den Krams auf jeden Fall mal anders an. Das ist ja ganz cool mit dem Baumodus. Da ist eine Wand und da ist ein Baum. Jetzt muss der auch noch weg. Das Ding ist auch noch weg. Den machen wir hier. Zack. Jetzt kann man theoretisch eigentlich vorne vorbei. Aber nicht da hinten an der Ecke. Das ist doch blöd. Ach, das ist auch wieder so ein Blumending. So, jetzt aber. So, das Lager packen wir dann lieber ins Haus. Okay. Bring den Hund zur Waschstation. Ja, wir haben aber keinen. Benny. Benji. Ja. Sieht ein bisschen miesepetrisch aus, der Hund. So, sieht doch gleich ganz anders aus.
Achso, wir sollen ja zur Waschstation bringen. So, nimm das Shampoo. Drücke eine kleine Menge Shampoo auf das Tier, das du waschen möchtest. Okay. Okay. Nimm den Schwamm. Leg den Schwamm ab und in den Wasserschlauch. Yay. Yeah. So, und dann noch Föhn. So ein bisschen was von Car Mechanic Simulator, so von der Steuerung und dem Kram, aber nicht schlecht. Ups. So, bist du jetzt wieder frisch. Oh, den Ball muss ich nachher noch holen, der liegt hier noch rum. Noch voll, sehr gut. Zweimal Ball werfen reicht. So, und so ein zweites Tier und dann haben wir das auch wieder erledigt. Spike. Dünn, dünn für sein Alter, okay. Aber ich muss sagen, das Spiel ist echt gar nicht schlecht. Vor allem jetzt mit dem Sale-Preis unter 10 Euro. Für Tierfans und Simulator-Fans ist doch das auf jeden Fall sehr schön. So, schön einschäumen. Vermitteln wir dich auch noch. Dann haben wir wieder zwei los und ich würde sagen, dann haben wir erstmal einen guten Eindruck vom Spiel bekommen. So, dann brauchen wir die Kamera.
So. Fotos haben wir gemacht. Schnell einscannen. So. Hat es ja gerade geklingelt? Nö. Hab gedacht, wir hätten Besuch. Tierheim. Ja, der ist bissig. Das mag sie nicht. Keine Angst vor Lärm. Mit dem hier. Aggressiv. Neugierig. Gesellig. Keine Hunde, Katzen, Kinder. Kann gefährlich sein. Fehlt irgendwas. Müssen wir mal schnell darum kümmern. Was hat er denn? Will er spielen oder was? Da siehst du gar nichts drauf. Der ist okay. Spielen will der. Wo ist der Ball? Steigt auf jeden Fall. Zum halb voll. Bei dem ist alles gut. So, ist auch wieder voll. Kann ja gehen. So. Blöd, dass es immer was kostet. Keine Hunde, keine Katzen, keine Kinder. Das geht doch gut. Man vertraut den Menschen zu wenig. Okay, also den nicht. Was haben wir hier? Ich denke, das könnte passen. Das ist Benji. Der kann weg. Den legen wir nochmal hin, den schweren Fall. Ja, es kommt ja schon. Und Stress. Spike, der war unvermittelbar. Wo ist Benji? Da. Und tschüss. Großartig, Regional Nummer 4. Okay, gut. Da wohnt jetzt keiner mehr. Dann gucken wir hier nochmal. Wir brauchen auf jeden Fall was zum Saubermachen. Der hat da hingepinkelt. Schmutz, ja. Und da einer. Hier ist ein Besen.
Okay, das wird mit dem Besen nix. Wasserschlauch wäre gut. Einfach wegspülen. Dann gucken wir mal. Oh nein, nicht Baumodus. Wir brauchen Shop. Besen, Schwammbürste, Mob. Mhm. Ein Mob. Ja, Besen haben wir, sonst brauchen wir nichts. Bürste, keine Ahnung, ich glaube, es ist eher Katzending. Gummiknochen. Ah, den nehmen wir auch mal mit. Laser ist auch für Katzen. Okay. So, was gibt's hier noch für eine Mail? Glücklich, ja. So, da haben wir den Mob. So, bauen wir mal Vertrauen auf. Ich weiß auch gar nicht, was du hier machst, das ist gar nicht dein Käfig. Das ist ein Käfig. Mach das mal zu. Hunger los, gesellig, neugierig, aggressiv. Ist der Knochen hin? Da ist der Knochen. Ja, dann haben wir bald soweit. So, 97%, ja, ist doch gut. 98%, gleich haben wir es. Da kommt nichts mehr. So, vermittelbar. Perfekt. Gucken wir mal. Gute Koordination. Was haben wir denn da? Leise. Ruhig, aggressiv, vielleicht doch nicht so. Mal gucken, was Olaf macht. Dummes Tier, langweilt sich schnell. Ah, wir testen es mal. Wird schon schief gehen. So hoch sind die Anforderungen ja noch nicht. Hey, Kleiner. Ist der mir nachgelaufen?
Gut, gut ist gut genug. Schön, schön. Katzen kann man ja auch machen, aber das kommt wohl vielleicht später. Von daher. Gut, dann war's das erstmal. Wir haben hier ein bisschen was gezeigt. Wie gesagt, ich finde den Simulator ganz gut. Vor allem jetzt im Sale kann man sich auf jeden Fall mal reinschauen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.